Na dann, willkommen zu einer neuen Runde. Ja, was ist das hier? Cards Against Humanity ist das hier. Dann suchen wir ja dann, ja. Suche ich mir hier eine Karte aus. Ja, das ist das Spiel. So funktioniert das. Du legst die Karte, dann kriegst du Punkte, oder nicht? Wir wollen noch mal sehen, was ihr so gelegt habt. Ja. In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an Kinder mit Arschkrebs. Klassiker. Wenn Klassiker. nicht jetzt, wann dann? Ja. Nett. Ach, da ist das was richtig aufgebläht. In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an Abtreibung 18 Jahre danach. Ich glaube, bei ihm war es dann doch ein bisschen zu spät. Ach so, Ikerikus ist der Schister. Jo, die Kinder mit Arschkrebs. Sehr gut. Perfekt. Oder nicht so gut, weil es nicht meins ist. Ja, Ich bin übrigens Cream Essay. Ja. Ich habe meinen Namen der ausgesucht. cremige Aufsatz. Der Ja, cremige ja, Aufsatz. Ich habe ja. übrigens auch gerade einen Kaffee in der Hand, also passt es irgendwie. Also es Das ist ist die natürlich. neue Es ist, na Trenddiät. ja, So, natürlich so. passt es nicht ganz, aber irgendwie Das schon. mag nur die neue Trenddiät sein. Womit nimmt man am meisten ab? Okay, was ist denn die neue Trenddiät? Es ist Sterben. Ja, Dann nimmt man kann man ganz machen. schnell ab, dann. Muss Spätestens man nach aber den nicht. Würmern. Das ist wohl wahr. Aber was ist denn noch eine neue Trenddiät? Es ist eine nukleare Explosion auslösen, weil man beim Papierstein versehentlich ein Atom gespalten hat. Was? Ja. Was? 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 Ach, schade. The other players are selecting. Morty. Ich habe gerade noch Dann. einen random reingesetzt. Das ist nicht gut. Einfach nur, damit mehr Auswahl ist. Das ist trotzdem nicht gut. Vor allem nicht bei Cards Against Humanity. Am Ende gewinnt einfach der Bot. Ja. Ich würde es uns zutrauen. Was ist meine Antidroge? Okay. Also, meine Antidroge ist christliche Selbstmordsekte. Na, so ein sehr schön. Ja. Was ist mein Antidroge? Mein Antidroge ist außerdem gebratene YouTuber gut durch mit Rotwein. Ja. Und der Bot hat auch noch dazu gesagt, also die Antidroge vom Bot ist Menschenfleisch. Ich tippe eher, dass die christliche Selbstmordsekte vom Bot ist. Meinst du? Würde ich auch schätzen, Ich ja. würde das eher Mordi zuordnen. Also, Was? von Nein! dem könnte Christliche sowas kommen. Selbstmordsekten Von sind dem könnte scheiße. sowas kommen. Ach ja, im Zweifelsfall, wir haben 20 Blanks, also daran soll es nicht scheitern. Meine Antidroge. Ja, den gebratenen YouTuber finde ich am interessantesten. Okay, wer war denn? Knusprig. Ah, oh. Ah, doch, der Das war Robot. tatsächlich der War Bot. tatsächlich der Bot. Tja. Okay. Das Schmeichelhochschaftsturnier. Das, was haben wir denn hier Schönes? So, jetzt musst du Fangen es wir mal in der vorlesen. Mitte an. Jetzt musst du es Das macht vorlesen. nicht Das so viel Sinn. Elefantenarsch ist deiner Mutter, okay? Ja. Macht nicht so viel Sinn. Okay. Das war Und der nun auf Bot. Eurosport das Meisterschaftsturnier. Das. Ein Scheiß um die dritte Welt kümmern. Ja. Da wird Europa gewinnen. Auf jeden. Und das Meisterschaftsturnier des vom Mundwasser betrunken werden. Schön. Ah. Ach so, ich dachte, der Bot wählt aus. Jetzt ach, nee, Prof ist dran. Ich glaube, der Bot kriegt nicht die Saarrolle. Ah, Hoffe es ich glaube auch nicht. jedenfalls. Das wäre, das ist schade. Ja. Okay, neben Okay. Online-Spielen ist die Lieblingsbeschäftigung des HWSQ, wenn es ihnen noch gäbe, eine merkwürdige Mailbox-Nachricht hinterlassen. Ja. Irgendwie traue ich das den Das Leuten ist zu, ja. irgendwie, ja. Ich glaube, es Vom kam schon Freedom in diversen Squad? Tweets vor, dass das tatsächlich passiert ist. Also vom Also, Freedom Squad kennt man es ja von GLP und Paluten. ja, das Hat ist man es einfach ja nur oft weird bei genug. denen. Ich weiß gar nicht, was Das da los ist. ist. Okay, was ist denn noch die Lieblingsbeschäftigung? Es ist Homosexualität. Ja und nein. Und Hashtag Kirby ja. Forever, nee. Und irgendwie doch. Ja.
Okay, und außerdem ist es noch Arschritze. Ja. Das ist der Bot. Nein! Nein! Wirklich? Tatsache. Wirklich? Hast du nichts? Die Mailbox-Nachricht ist vom Bot. Hm, interessant. Ich hab sogar gepasst. What the fuck? So, ich bin wieder der Schasar. Kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt. Ich hab die perfekte Karte. Ja, stimmt, wir können ja Karten löschen. Ganz vergessen. Gut, Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der Barack Obama verehrt. Nennt er sich Amerikaner. Ich hätte noch die Verletzung der meisten Menschenrechte gehabt. Das hätte da auch gepasst. Ist das nicht Donald Trump? Hat das nicht Donald Trump schon längst überholt? Ja, aber Cards Against Humanity wurde geschrieben vor Trump. Hm, stimmt auch wieder. So, Wissenschaftler haben außerdem kürzlich einen weiteren primitiven Stamm entdeckt, der irgendwas mit toten Juden, Kaka und einem steifen Glied verehrt. Ja. Klingt nach Bot-Antwort. Solide. Außerdem haben Wissenschaftler kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, ungefähr so in der Nähe von Amerika, der außerdem neben Barack Obama und irgendwas mit toten Juden, Kaka und einem steifen Glied auch noch Edeka aus Liebe zur Qualität. Fernt. Ja. Da hat die Werbung einmal funktioniert. Gut. Sponsoring-Anfragen von Edeka können wir damit ausschließen. Fucking Edeka. Warum? Gut. Das ist so aus dem Schön. Ah, so geil. Von Edeka werden wir also nicht mehr gesponsert. Das war der Bot. Das war der Bot. Sehr schön. Dieser Bot ist zu stark. Dieser Bot ist. Dieser Bot ist sehr gut. Dieser Bot ist sehr gut. Nini ist drin. Oh, jetzt Nini. Muss ich nur noch mal einen Voice-Chat schaffen. Hallo. Hi, Nini. Hallo. Nini ist dazu gestoßen. Sie lebt. Ja, lange nicht mehr gesehen. Gehört erst recht nicht. Da wollen wir doch mal lübbeln. Ja. Wenn ich Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für dosenfressende Ziegen schaffen. Klingt schön. Okay. Klingt interessant. Das würde ich gerne sehen, was dieses Ministerium so veranstaltet. Außerdem noch ein Ministerium für Sarah Palin. War das nicht irgendeine seltsame Demokratin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder ein Ministerium für tote Babys. Ja. Die dosenfressenden Ziegen haben es. Das tote Babys-Ministerium? Nicht? Ja. Okay, ein, zwei Videos wurde heute wieder demonetarisiert. Diesmal wegen, warum denn eigentlich? War es vielleicht wegen meinem blanken Arsch? Dein blanken Arsch? Das glaube ich nicht. Die sind bisher eigentlich immer gut durchgekommen. Du meinst, aber war es vielleicht diesmal wegen Friendly Fire im Arnus No Homo? Oh, heute ziemlich viele. Okay. Heute ziemlich viele Arsch. Oder vielleicht auch wegen Drive-By-Challenge läuft falsch. Was? Aha. Das war der Bot. Okay. Hm, der Bot, der es nicht mehr gibt. Ja. Es war der Bot. Ja. Ja, ist nicht perfekt, aber. Immerhin. Immerhin hat er ethnische Säuberung gesagt. Hahaha, okay. Wie lustig. Und ha, das finde ich so sehr lustig. Ich glaube, ich ändere gleich wieder den Bot, wir brauchen mehr Humor. Er hat außerdem Amputierte gesagt. Ha, er hat außerdem ausgeleitete Fotzlappen gesagt. Ja, wir brauchen wieder einen Bot.
Wir brauchen dringend einen Bot, am besten viele. Ja. Wie viele kann ich denn hinzufügen? Oh, drei. Mal. Ja, von mir aus. Modi. Einfach mal jetzt eine Runde mit Juhu, drei mit der Karte, die absolut. Nein. Nein. Doch. Nein, nicht. Ach, ein das sind zu viele. Satz. Das sind zu viele. Nö. Je mehr, desto besser. Let's go, Ninlein. Was? Oh, alle auf einmal? Jetzt hat er alles geöffnet. Na dann. Warum? Das wie? Passiert. Ich habe Reveal One by One drin, also. Aber interessant. Ja, wie bei Uno. Nein, wie bei Uno. So, ich verkleide mich als Deutsche. Welche Deutsche als Nazi beleidigen? What the fuck? Die passen alle! Ich weiß nicht, was so gut ist! Ach, jetzt hat's das. Curry aus Kleve. Quick, quick. Jetzt hat's das versaut, weil es aufgedeckt wurde. Ah. Jetzt heul nicht rum. Ja, wie bei Uno. Das kennen wir doch alle noch von Uno. Du bist bestimmt derjenige, der ganz ehrlich wen interessiert's genommen hat. Interessiert's? Danach kommt Scientology. Oh, Nipple Model für Otto. Auch nicht schlecht. Oder pädophile Grundschüler. Ja, das klingt doch spannend. Na, jetzt was verkleidest du dich, Ninlein? Schon wieder. Schon wieder. Na Modi. Also. Wollen wir doch mal sehen. Na, du Nudel. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Fangen wir mal hier an. Vererbungslehre. Ja. Also, ich würde jetzt meinen Bio-Leistungskurs damals nicht als Party bezeichnen, aber okay. Ja. Kann man so und so auslegen. Und es gibt ansonsten. Speech-Button. Ja, gibt es. Und ansonsten kann man natürlich auch noch versuchen mit einem Todesstrahl. Ja, gut, der macht's ja lustig. Ja, der klingt gut. Und ansonsten mit. Das kann auf einer Party. Assassinen, die ewig im Verborgenen lauern und merken, dass sie ihren Einsatz schon seit Ewigkeit verpasst haben. Was? Klingt großartig für eine Party. Ja. Grabschändung. Ja! Grabschändigung. Weißt du, wo ich immer meine Partys feiere? Yippie. Yeah, Morty wieder! Morty, es ist ich irgendwie, weiß, der rockt das Game schon wieder. Ja! Morty rockt das Game. So. Kennt jeder aus seiner Kommentarspalte. Und wehe, es kommt von irgendwem Kohle. Das ist seit 1980 nicht mehr lustig. Wieso? Modi. Okay. Du hast aber 324 einen Mann mit deinem Alters auf Rollschuhen übersehen. Ja, kann man mal übersehen. Kann mal vorkommen. Also, das Projektvideo. Muss man ja sich auch mal verteidigen, dass sowas kann man mal übersehen. Das ist ja das ist wirklich nicht so skandalös. Ja, außerdem habe ich in der Szene auch noch Folgendes übersehen. Die unsichtbare Hand. Wie konntest du das übersehen? Das ist der Bot ist. Monty, wie konntest du sowas übersehen? Wobei, es ist lustig, du hast da die unsichtbare Hand übersehen. Wie konntest du? Na, mal gucken. Soll ich mal YouTube. Ja, du glaubst gar nicht, wie viele Sachen auf reinfallen und immer wieder nachgucken würden. Ich probiere dann weiter geht's. Video aus. was ist denn noch übersehen worden? Hormonspritzen. Ja. Kann man mal versehentlich drauf treten. Wenn sie so rumliegen, kann man mal übersehen. Sind so crunchy. Und zuletzt wurde was übersehen? Überraschungssex. Huch, wie konnte das denn passieren? Alles gut. Alles sehr gut. Schon echt gut. Ja. Die Hormonspritzen waren übrigens vom Bot. Ohne Dr. Sommer. So, die Bravo-Zeitschrift öffnen. Hinterer Teil, Blätter. Lieber Dr. Sommer, ich habe ein Problem mit Harald Schmidts Hoden im Vorhang verfangen und würde dich gerne um einen Rat bitten. Okay. Aha, eine typische Bot-Antwort. Nee, diesmal nicht. Ich hatte keine passende Karte. Außerdem... Verrat das doch nicht.
Parkour, das ist halt nicht gut und es geht um einen Hoden, der im Vorhang verfangen ist. Ja, aus dem würde ich gern Rat um folgende Sache bitten. 25-Jährige. Ja. Mhm. Bin ich auch ganz ratlos. Und aus dem Rat brauche ich auch in folgender Sache. In dieser Sache. 8 Gramm bestes russisches Heroin. Was? 8 Gramm bestes russisches Heroin. 8 Gramm. Da hätte das gereicht. Wir werden uns jetzt nicht über Grammatik unterhalten. Kindermodus. Haha. Ha. Ja. Ja. Ich finde ehrlich gesagt den Hoden sogar am lustigsten davon. Also. Ja. Finde ich auch, aber das war deine Antwort, Molly. Das kann ich jetzt, das, wo ich das jetzt weiß. Keine Sorge, bevor er gewinnt, drehe ich die Zahl hoch, mit der man gewinnt. Einfach immer auf 1. Ja. So. Ja. Was brauchen wir überhaupt zum Gewinnen? Wo steht denn das überhaupt? Einfach mal das hier. Aktuell steht es auf 7 Punkten. Ja, da reicht's. Einfach mal, aus Prinzip.